guten Morgen, liebe Leute. Zwei Fragen stelle ich mir gerade. Erstens, hat das was mit der Multitasking-Fähigkeit zu tun? Und die zweite Frage, was macht Corinna beim dritten Kind? Du planst schon das dritte Kind? Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin. Der Fahrstuhl ist leider auf der anderen Seite. Brötchen. Bitte. Frühstück. Wir sind angekommen. Also in Hamburg ließen die sich besser schieben. Na, wer erkennt, wo wir sind? Ah, frische Luft, Sonne. Berliner Luft. Nicht nur, ja, ihr habt es mittlerweile mitbekommen, wir sind in Berlin angekommen. Die Koffer sind abgegeben im Hotel, die Zimmer sind aber noch nicht fertig. Wir gehen jetzt erstmal auf den Spielplatz und dann wollen wir ins Naturkundemuseum. Da gibt es nämlich Dinosaurier und als Highlight gibt es da auch einen Tyrannosaurus Rex. Ich hoffe nur. Skelett. Ups. Ich hoffe nur, Henry schläft dann nicht vorher ein. Hauptsache, die Zuschauer schlafen nicht ein. Sind wir einfach schon in Asien? Nein, noch nicht, aber der Restaurantbesitzer hier in Berlin hat sich einiges einfallen lassen. Das Berliner Ampelmännchen. Ich sehe die Dinos schon. Darum sind wir ja unter anderem auch hier. Einmal war unser Flug hier von Berlin ausging und dann haben wir gesagt, dann machen wir auch einen Abstecher zum Museum und gucken uns Dinos an. Für wen machen wir das wohl? Für den Schläfer. Na, was gibt's da zu sehen? Dinos. Ja, wir haben halt gesagt, wenn wir schon mal in Berlin sind, dann wollen wir auch auf jeden Fall hier in das Museum und Henry Dinos zeigen. Denn was gibt es Spannenderes für einen Jungen, der sich für Dinos interessiert, als Dinos zu sehen? Hat ihm jetzt noch ein bisschen Angst gemacht, aber dafür war es umso spannender für mich und Robert, denn wir haben sowas vorher auch noch nie gesehen. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Wow, sehr beeindruckend, das so zu sehen. Na, wer kann sich noch an ihn erinnern? Das wäre eigentlich unser Favorit hier in Berlin gewesen. In dieses Hotel hätten wir gerne eingecheckt, aber es kostet so viel wie eine Woche
In dem Hotel, wo wir jetzt hinfliegen werden. Eine Nacht kostet so viel wie eine Woche. Und wenn wir schon mal in Berlin sind, machen wir natürlich auch noch mal einen Abstecher zum Brandenburger Tor. ...2024, Großbaustelle. Ja, und das ist Henry sein Highlight für heute. Der wird in 2 Jahren noch erzählen. Berlin, das ist da, wo die große Wasserpumpe ist. So, mit O, wir sind angekommen und jetzt wollen wir mal sehen, wie unser Hotelzimmer aussieht hier in Berlin. Es werde Licht. Reinspazieren. Jetzt gibt es erstmal einen kleinen Snack. Wir haben dieses Hotelzimmer übrigens über Airbnb gebucht und haben ein Superior-Zimmer. Und mega praktisch für uns ist auch, das Zimmer hat halt eine Küche, was ich leider vorher nicht wusste, aber wir hatten genug Reiseproviant dabei. Und diese Küche hat auch einen guten großen Kühlschrank, sodass ich dann für morgen einfach alles kalt stellen konnte. Guten Morgen, Berlin! Guten Morgen, das ist der nächste Morgen. Eine frisch gestrichene Dame. Noch nicht ganz. Ja, ihr seht schon, wir haben hier ein ordentliches Chaos hinterlassen. Aber das Geilste hier ist der Ausblick. Und den zeige ich euch jetzt mal. Das war also unsere Nacht im Hotel Zoe von der Kette Amano. Wir haben recht kurz geschlafen, aber ja. Ganz gut und ja, sehr zentral hier, innenstadtnah. Waren so ganz zufrieden. Wenn euch das interessiert, wir packen das mal in die Videobeschreibung oder googelt das einfach mal. Und für uns geht es jetzt zum Berliner Flughafen. Das ist der neue Flughafen, der Skandalflughafen. Und da sind wir schon mal sehr gespannt. Auf geht's! Hier geht ja schon alles automatisch. Das letzte Original Hamburger Franzbrötchen für sehr lange Zeit. Kleine Pause, wir essen jetzt noch ein bisschen. Noch ein Getränk. Boah, ich bin schon richtig tatterig, ey. Zwar zu wenig Kaffee, aber dafür extra Portion Red Bull.
Das müssen wir jetzt alles noch austrinken vor der Sicherheitskontrolle. Und dann geht's gleich los, dann wird's ernst. Nein, es wird warm. Schlecken. Aber Weinberg schlecken. Und weiter geht's. Muss ich austrinken, wir müssen gleich los. Wir sind jetzt schon durch die Sicherheitskontrolle durch. Das muss ja jetzt ein bisschen schnell gehen alles. Und der schüttelt nur mit dem Kopf. Wir hatten leider eine kleine Verzögerung, weil die Polizei irgendjemanden kontrollieren musste. Und jetzt haben wir tatsächlich auch nur noch 20 Minuten, um zu unserem Gate zu kommen und mit dem Boarden zu beginnen. Reise, Reise! Also wie du das machst? Emergency lighting will guide you to an exit. In an emergency, leave all baggage on board. Das darf natürlich nicht fehlen. Ist doch klar. Diesmal auch wieder die große Packung, ne, Ruby? Wir nähern uns unserem Ziel. Gelandet. Gefällt dir das? Ja. Wie leuchten die? Ein, rot, blau und grün. Wir sind mittlerweile im Zimmer eingecheckt. Das war ja also diesmal nicht ganz so einfach, wie wenn man es pauschal macht. Wir hatten ein bisschen Probleme, das Zimmer, was wir gebucht haben, zu bezahlen. Letztendlich lag es daran, dass wir einen Dollar zahlen sollten, und aber wohl mit unseren Karten nur Euro bezahlen können. Und eigentlich ist es kein Problem. Wir haben ja woanders auch schon, in Dänemark oder wir haben ja überall. Egal, auch in Norwegen, überall wo wir waren, haben wir mit unseren EC-Karten bezahlt. Ja, gar nicht so einfach, diese Szene hier abzufilmen. Naja, jedenfalls hat er das dann in Euro eingegeben und dann war es kein Problem mit der EC-Kartenzahlung. Aber erst haben wir schon gezittert, wenn wir auf der Straße übernachten, wo müssen wir jetzt übernachten? Aber egal, nein, hat alles funktioniert. Er hat auch schon gesagt, wir finden eine Lösung, ihr müsst ja auf der Straße schlafen. So, wo sind wir jetzt aber überhaupt? Wo sind wir überhaupt gelandet? Was meint ihr denn, wo wir gelandet sind? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Wir verraten es euch im nächsten Video. Und das war es erstmal mit diesem Video. Wir müssen jetzt hier erstmal ankommen. Wir gehen jetzt erstmal was essen. Und dann drehen wir auch schon das nächste Video für euch. Und dann werden wir uns baldmöglichst wieder melden. Also,